Vor einer Woche haben wir uns in Minecraft einfach komplett nach unten gebuddelt und heute haben wir den zweiten Part davon. Ey Leute, ich sage es so wie es ist, es wird heute wieder mega, mega verrückt. Wir sind am Flugzeug einfach am Anfang, müssen nachher auch noch am Ende einfach Eis schmelzen lassen, haben zwischendurch noch allgemein noch so verrückte Sachen, Freunde. Lassen wir gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von sowas mehr sehen wollt. Ich würde sagen, bei 10.000 Likes kommt das nächste Minecraft-Video und ich würde sagen, Abfahrt. Hey, Kasper! Oh, ach so, na, wie geht's dir? So, warum guckst du denn nichts im Fernsehen? Ja, eben gerade lief noch mein Lieblingsprogramm, aber ich sehe auch gerade, ja. Ist das hier deine neue Hütte oder was? Ja, natürlich, ich habe mein Haus in einem Flugzeug gebaut, guck mal, wie Fliegenrad einfach, ich weiß. In dem Flugzeug. Man kann das so die Tür auch machen, aber vorsichtig, da kommt Windzug sonst, also geht da okay, nicht zu nah dran. Mach das lieber nicht, mach das lieber nicht. Mach das lieber echt nicht. Okay, aber zeig mal die Hütte ein bisschen, kann man hier, also... Ja, guck mal, hier ist also so mein Schaukelstuhl, da kann ich mich so halt so ein bisschen reinsetzen einfach. Okay. Dann gibt es hier unten halt auch noch so mein Schlafzimmer. Ja, die Bettdecke ist halt ein bisschen... Ist irgendwie dein Favorit hier oder was soll das sein? Ja, guck mal, du kannst auch sogar aus der Kiste kannst auch noch so eine Spitzhacke und Schaufel mitnehmen, wenn du möchtest. Okay, nehme ich mal mit. Das heißt, jo, da... So, zack, nehme ich auch nochmal ganz kurz mit. So, die sind auf jeden Fall auch das nicht schlecht. Hier neuesten können. Schuhe. Ja. Hier sind so Röcke. Es sind Jacken. Ich dachte, es sind Jacken. So ich habe doch keine Kleider Röcke. Oder so. Wozu brauche ich denn Röcke? Ja, ich weiß. Und das Ding ist, okay. Wir haben auch noch Pilot. Erstmal haben wir noch so einen kleinen Fitnessraum. So, hier. Ey, aua. Geh weg. Okay. Ich bin hier eingesperrt. Und wir können auch noch hier in so einem Pool ein bisschen rumschwimmen. Aber das meiste, also das Beste ist halt einfach, dass wir halt einfach hier oben diese Piloten haben. Pass auf, hier. Hey, cool. Auch noch so ein Billardraum. Oha, stimmt. Hab ich ganz vergessen. Hier habe ich auch noch meinen Billardtisch und sowas. Und hier noch so. Und Badezimmer. Oh mein Gott. Bist du bereit? Wo ist der Fallschirm? Haben wir gar keinen Fallschirm? Nee. Ach, wenn da unten ein Trampolin ist, dann brauchen wir das. Ja, das ist ein Trampolin. Okay, yippie. Pass auf. Alles gut. Pass auf. Das ist aber ganz schön stürmisch hier draußen. Das ist ganz schön stürmisch. Ich kann mich hier... Broxo! Was? Broxo! Nein, Kasper! Kasper! Ich kann mich hier nicht mehr... Kasper, guck nach unten! Oh mein Gott, guck nach unten, lande im Trampolin. Nein! Nein! Wir können jetzt anscheinend hier durchgraben. Wir brauchen dafür einmal die Schaufel. Das heißt, hier buddeln wir uns ganz kurz durch. Um hier auf jeden Fall auch... Pass auf. Und ich bin gleich durch. Und du, wie sieht's bei dir aus? Bei mir sieht's auch ziemlich gut aus. Ich sehe hier, ich bin echt gespannt, was uns da erwartet. Hä? Okay, das ist einfach so. Verdammt. Ey, wo bin ich denn jetzt hier? Ich hab's immer. Ich bin irgendwie ganz schnell. Hä? Ich bin richtig schnell. Yippie. Alter. Hier ist ein Typ. Alter. Okay. Warte mal, pass auf, was sagt der? Er hat gesagt, wir sind Abenteurer und wir sind anscheinend in irgendeinen doofen Spot gefallen. Jetzt müssen wir anscheinend unseren Weg aus diesem Dungeon rausfinden. Ah, und wahrscheinlich müssen wir so Speedrun-mäßig, ne? Oh mein Gott, aua. Nein! Och nö. Ich komme, Kasper, hier! Okay, ich hab schon zwei Stück geschafft. Komm, ja, sehr gut. Und? Okay. Wo ist der nächste? Wo ist der? Ist das da vorne? Tja! Bist du also auch rübergekommen? Roxo! Sehr gut. Okay, das. So, yeah! Weiter geht's, Kasper. Okay. Ui! Wow! Ja, nein, oh mein Gott, ich bin so schlecht, ey. Nicht schon mein wieder, Gott. Oder? Okay, wir haben es geschafft. Alter Schwede. Das war geil, das war geil. War noch immer richtig schnell, ne? So, wir können jetzt hier jetzt schon wieder durchs nächste Level durch. Da müssen wir aber die Spitzhacke benutzen. Okay. Boah, das dauert aber hier. Oh, was ist jetzt hier? Was ist das? Ihr qualmt das oder so? Was ist das bei mir? Ja, oder Rakete? Hey, was ist denn das? Laufst du jetzt unten jetzt Feuer oder so? Oh, das könnte sein, oder? Wow. Tut mir leid. Hi! Okay, hallo! Okay, anscheinend sollen wir ihnen 10 Dingens geben, 10 Pilze geben. Das ist doch easy, oder kann was? Kann man die auch abbauen? Nee, oder müssen wir 10 Pilze finden? Ah, hier, wir müssen die finden! Guck mal, die liegen hier rum! Hier habe ich einen! Die Dings und so, ne? Ja, auf jeden. Die Leute sind eine verzauberte Welt hier! Ja, sieht auf jeden Fall echt cool aus. Mal gucken, ob ziemlich ich noch ziemlich cool! Hier, nehmen wir den nochmal mit. Also, ich finde keine! Wo findest du die? Ich habe schon 3 Stück gefunden jetzt. Hä?
Entweder bin ich ein voll schlechter Sucher. Ja, ich glaube, mal auf den Pilzen. Guck mal hier, das ist so Jump'n'Run-mäßig, glaube ich. Glaubst du, ja? Aha. Hier oben liegen doch bestimmt noch welche rum irgendwo, oder was? Ich sehe Ah, hier ist das nächste Mining-Level. Guck mal, hier müssen wir als nächstes hin. Aber da haben wir noch kein richtiges Werkzeug. Das heißt, wir müssen der Kuh ein paar Pilze zurückbringen. Also drei Pilze habe ich jetzt. Ich kann dir das ja schon mal bringen. Vielleicht kommen dann neue, weißt du? Ah, hier oben ist einer drauf. Das ist schon mal gut. Okay, hier oben sehr ist schön. Einer drauf. So, ich, wo ist jetzt noch und da ist noch einer drauf. Okay. Hier ist sie. Hier, so, nimm die. Zack, nimm die wir können bei der Kuh kaufen. Wir können hier nämlich Eisen-Pickaxes kaufen. Ah, und zwar einmal wie viel hast du? Ich habe jetzt drei Pilze, ja. Okay, das sind genauso viele, wie wir brauchen. Wir brauchen nämlich drei braune, drei rote. Ja, hier ist dann noch ein roter. Aber ich komme hier nicht hoch. Es geht nicht. Achso, ich kann auch an der Seite. Ah, ich kann auch hier hoch. Okay, alles gut. Ja, und ich habe den... Okay, sehr gut, sehr gut. Pass auf, dann nimm du mal hier den roten und gib mir mal einen braunen. Dann können wir nämlich bei der Kuh was kaufen. Danke. Okay, okay, okay. Was kann man denn kaufen? So, ich möchte jetzt... Du siehst jetzt hier... Aber dann musst du mir auch rote geben. Ich habe nur drei rote. Ja, du brauchst doch nur drei, oder? Nee, du brauchst fünf, Lost. Yeah, sehr gut. Wir haben's. Das neue Mining-Level. Und wir können jetzt so schnell untergraben. Okay, holy moly. So, komm, hier. Mal gucken, wer schneller ist. Ah, ich habe ein bisschen früher angefangen. Fast durch. Wahrscheinlich noch ein Block oder so. Wow. Ja. Wow. Alter. Hey, Cornelius. Cornelius! Seine Haustiere sind anscheinend hier irgendwo versteckt in den Höhlen. Okay. Und er vermisst seinen Frosch, seinen Pinguin, seinen Gorilla und seinen Hund. Und wir sollen anscheinend diese magischen Teppiche benutzen. Die können wir nämlich helfen. Okay, okay, warte mal, wie kann man nach unten gehen? Muss man nach unten gucken? Was hast du gemacht? Drück lieber nicht Shift! Nein! Ah, da sehe ich doch was! Ich habe hier einen Esel oder sowas gefunden. Eine Esel? Oder ein Pferd oder so. Warte, oder was? Das? Pass auf, was müssen wir jetzt mit den Tieren machen? Müssen wir dem was ist denn das für ein Tier? Ja, hier. Das ist ein Gorilla. Ach, das ist ein Gorilla. Ja, das ist ein Gorilla. Aber was müssen wir denn mit dem Tier jetzt machen? Müssen wir den irgendwie hier? Ah, ich habe ihn. Du bist der stärkste Gorilla im Urwald, sag mal. Wieso, bin ich gerade ein Gorilla oder was? Nein, oha, du kriegst über deinen Kopf. Yeah, okay. Okay, sehr schön. Warte, wo ist denn mal unser Typ jetzt hier unten? Da ist Cornelius. Okay, Cornelius, ich hab den Gorilla. Okay. Ui. So, wo hast du jetzt den Frosch gefunden? Und ist irgendwo ein Frosch gefunden, hast du gesagt? Warte. So, dann lege ich jetzt mal ganz kurz hier den Gorilla ab. Zack. Sehr und schön. Der Gorilla und dann, steht hier. Sehr ich gut. Ich habe bei mir so eine Kartbahn gefunden, ne? Eine Kartbahn? Ja, pass auf. Hier ist auch so ein Hebel. Und da kann ich nämlich sagen, einmal hoch, einmal runter. Ich hab den Frosch gefunden. Pass auf, den kann ich jetzt hier den mitnehmen. Hebel. Hier der Hebel. Ich trage einfach einen ganzen Frosch, Kaspar. Sehr schön, aber irgendwie finde ich bei mir hier, also wir müssen irgendwo so einen kleinen Wagen finden. So, hier? Frosch abgelegt. So, wir können jetzt auf jeden Fall wieder, also wir brauchen noch einen Pinguin. Wo bist du? Wo bist du? Yeah, let's go! Wo bist du? Ich habe hier so eine Kiste gefunden mit ganz vielen Getränken und so. Hä? Ich habe mal alles mitgenommen einfach. Ich fahre jetzt hier gleich irgendwo raus bei dir. Ja, wo bist du denn? Erstmal das Ding da hinsetzen. Und abfahrt! Ich komme! Ich komme! Kaspar! Pass auf! Ich kann jetzt hier eine Richtung einstellen. Also will ich nach rechts oder will ich geradeaus? Okay, dann machen wir mal so nach rechts und abfahrt! Oh! Los. Hey! Los. Wo bist du hin? Jimmy! Also ich habe so ein Gefühl, dass so ein Pinguin hier wahrscheinlich irgendwo im Wasser sein könnte. Und ich guck gerade, aber... Weil der hatte nämlich auch so Potions hier, ne? Vielleicht müssen wir auch mäßig irgendwie dann... Ich hab den Pinguin gefunden! Ich hab den Pinguin gefunden! Als wenn! Ja! Mann, du findest ja hier alles, ohne dass ich irgendwas mache oder so! Ja, du bist halt... Guck mal, ich hab den Pinguin, Leute. Und jetzt müsst ihr nur noch den Hund finden. Wo kann sie jetzt am besten so einen Hund vertümmeln? Weil hier waren nämlich so Potions mäßig mit Nachtsicht. Oha! Ja, vielleicht müssen wir hier auch irgendwie was abbauen oder so. Auch nicht schlecht. Also ich kann auf jeden Fall hier schon mal... Zack, bist der Pinguin, bitte einmal hier hin. Okay, perfekt. Und jetzt brauchen wir theoretisch nur noch... Hey, die ist auch unsichtbar, der Wagen hier. Ein Hund, warte mal. Okay, pass auf, let's go. Ich versuche den Hund zu... Ah, falsche Richtung! Ja, hey! Was machst du denn die ganze Zeit? Ich versuche jetzt den Hund zu finden. Du hast jetzt noch gar nichts gefunden. Ich habe jetzt noch diese Nachtsichttränke. Vielleicht können wir die jetzt gebrauchen im nächsten Level, weißt du? Ja. Das könnte ja sein eigentlich, oder? Oder vielleicht auch nicht. Ich grabe ihn aber ganz kurz ein bisschen hier runter. Popo! Eine Meerjungfrau! Okay. Was? Jetzt sollen wir ihnen hier 10 verschiedene Korallplatten geben. Korallen zurückbringen, okay. 20 Minuten später. Hau rein. Okay, let's go.
Welches Level war das jetzt? Ich weiß gar nicht. Das war jetzt Mining Level 4. Das heißt, wir sind sogar schon auf so einem richtig harten Level. Ja. Und komm, graben wir ein bisschen runter. Oh! Ein Jenkins! Okay. Oh, Jenkins, hi! Er sagt, bist du auch nach dem Schatz auf der Suche? Anscheinend soll es irgendwo in diesem in so einer Eishöhle sein, der Schatz. Okay. Okay. Irgendwo muss hier die Eishöhle sein. Aber für ihn sollen wir nichts machen, oder? Nee. Aber so, er hat uns einfach nur gesagt, dass er... er ist weg. Er ist gerade verschwunden. Okay, also anscheinend soll hier irgendwo eine Eishöhle sein. Oh, da vorne ist irgendwas mit Eis. Okay, komm. Da kann man sich auch weiter... Nee, warte mal, da kann man sich nicht weitergraben. Also hier ist auf jeden Fall... Bist du bei mir? Ja, warte, ich sehe dich, ich komme. Okay, hier ist halt Eis und ich glaube, wir könnten dieses Eis brechen, um quasi in die Eishöhle zu gelangen. Also, oder? Kann man hier das irgendwo... klingt doch... Nö, doch, das klingt gut. Ja, wir müssen einen Weg finden. Wir müssen auftauen. Ey, warte mal, der ist jetzt hier, der ist jetzt da oben auf einmal, der Jenkins. Mr. Jenkins, wir brauchen hier ist Feuer. Doch Lava, oder? Hier ist Lava. Hier. Oh Gott. Ein alter Vulkankrater. Okay. Wir müssen den irgendwie aktivieren. Und guck mal, da hinten ist Lava, sehe ich gerade. Da hinten ist Lava? Auf, ich hol dir die Lava und kann ich die vielleicht abbauen und dann da reinsetzen? Hä? Damit sollen wir doch bestimmt irgendwas machen, oder nicht? Guck mal hier. Was ist? Ja? Ich bin wieder ganz stark. Oh, ist die heiß. Okay, komm, heiß und fettig. Ab rein damit jetzt. Sollen wir die jetzt da reinwerfen? Ja, mach einfach rein da. Wow. Ui. Hui. Und? Abstand. Kriegen wir jetzt voll? Abstand. Oh, hat nicht geklappt, glaube ich. Schmeiß rein und... pass auf. Zurück. Ein bisschen. Oh mein Gott. Was passiert? Hä? Wow. Was ist... Ich höre hier irgendwas. Ich auch. Irgendwas schmilzt hier, oder? Der ganze Schnee schmilzt. Was? Pass auf, der auf mir läuft. Hier ist der Schatz, oder was? Hier sind die Schätze. Oh mein Gott. Die ganzen Schätze. Was sind das für Blöcke? Oh mein Gott, das sind Diamant- und Emerald-Blöcke. Ich nehme alles mit. Guck mal, hier geht's zurück nach Hause, glaube ich. Ich nehme alles mit. So, hier. Okay, erstmal weg hier mit den ganzen Mist. So viel Platz habe ich ja gar nicht. Alter, was haben wir hier? Dann nehme ich ein paar von dem mit. So. Raus mit meinem ganzen Kram hier. Hier ein paar noch von denen. Alter Schwede, das sind Blöcke, die kenne ich gar nicht. Ich habe so viel Kram, man kann eigentlich auch noch was mitnehmen. Hier ist auch noch ganz viel. Oh mein Gott, Kaspar. Ich glaube, ich habe mitgenommen, was geht. Und... Wohin fliege ich? Hey! Nein! Aufzug, verdammt! Ja. Das soll es auf jeden Fall von dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Und check eins, wie es hier aus. Einmal draufklicken. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.